Hallo und willkommen zurück. Wir sind hier oben in Arcadia. Und ich habe in der Zwischenzeit auf meinem Nicht-Let's Play-Charakter noch ein wenig weitergespielt. Also im Sinne von aufgeholt Habe ich und immer schon eine Sache gedacht, dass du da als herausgefunden, die Oberste ich hier aussehen übersehen würdest. habe. Gar nicht übel. Und zwar haben wir uns ja an diesem Schiff, wo wir die Speicherlaufwerke geholt haben, an einer Kiste versucht, wo ein Schlüssel fehlt. Hey, Und das hängt hast du mit ihm kurz jetzt Zeit? zusammen. Es heißt, dass du dir für Faraday ein Boot ansehen sollst. Speicherlaufwerke oder so, stimmt's? Okay, komm mal kurz mit. Wir unterhalten uns kurz mit Jewel. So wie ich sie kenne, hat sie sich versteckt. Ja, du machst das richtig professionell hier, ne? Tja, so ist das leider, wenn ich das hier alles blind mache, dass ich manchmal was übersehe, was ich dann erst beim zweiten Mal spielen merke. Und dann muss man das gelegentlich nachmachen. Hey, du gehst so langsam. Hier, halt mal einer, wehr die Frau auf. Nein, nicht an mir Hey, vorbeigehen. Kleine. Ich will, dass du meinem Begleiter erzählst, was du mir erzählt hast. Scheiße, Korg. Das war eine Sache zwischen uns. Ist gut jetzt, ja? Er ist hier, um zu helfen. Versprochen. Okay. Ich weiß zwar nicht, was das bringen soll. Okay. Pass auf. Du weißt, dass mein Kopf nicht ganz in Ordnung ist, oder? Gehirnmatsche oder so, ja? Ich habe immer diese Träume. Sie sind irgendwie wie Träume, aber irgendwie auch viel realer. Da. Das ist so bescheuert. Da ist dieses Boot und es brennt. Und ich höre Schreie. Ich glaube, ich schreie, aber ich bin mir nicht sicher. Und das war's. Sehr spannend. Das ist echt komisch. Ich habe immer diesen Traum, in dem eine unausstehliche Tussi mir von ihren beschissenen Problemen erzählt. Und ich kann nicht weg. Wow. Okay, ich muss zugeben, das war ziemlich gut. Aber ich meine, ich weiß, das klingt lächerlich. Aber ich habe diesen Schlüssel gefunden. Ich hatte ihn irgendwo. Ist verschwommen, aber es hängt alles zusammen. Irgendwas bedeutet das. Cog meint, er wüsste was. Und dass du es auch weißt. Nimm ihn und keine Ahnung, bring das in Ordnung. So richtig sarkastisch ist die sarkastische Option ja nicht gewesen. Mehr so asozial. Du verstehst jetzt, wieso ich wollte, dass du das erfährst, oder? Das Boot, das du für Faraday finden sollst, das muss alles irgendwie zusammenhängen. Bitte sag mir, dass du der Sache nachgehst. Ja. Ich werde mich ganz genau umsehen. Danke, ehrlich. Und wenn du was findest, sag es mir, nicht Jule, okay? Wir kümmern uns um die Sache. Ja, sie steht daneben, während er mir sagt, ich soll es ihr nicht sagen. Also, das ist also auch noch eine Sache, die wir machen müssen. Als ich das gemerkt habe, habe ich dann aber auch aufgehört, da weiter zu haken. Ich weiß nicht, was in der Kiste ist und ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Aber ich schätze mal, es hängt mit der größeren Verschwörung zusammen, der wir hoffentlich auf der Spur sind. Denn wenn es die nicht gäbe, dann wäre das echt ziemlich schade für Fahaber. Apropos Dinge, die ziemlich schade für Fahaber sind. Während wir jetzt hier wieder in den Nebel gehen werden. Es wurde ein Patch released, der die Performance-Probleme beheben soll. Aber man hat ihn nicht als gescheites Update, beziehungsweise als Update-Patch für Fallout 4 rausgebracht. Nein! Es gibt ihn nur für US-Leute im US-Store zum Runterladen. Und wer nicht US-Store hat, hat auch den Patch nicht gescheit. Zumindest war er nicht da, als ich nachgeguckt habe. Wenn ihr da andere Erfahrungen habt, schreibt es in die Kommentare. Es sieht mir jedenfalls so danach aus, als ob das alles ziemlich halbherzig gemacht ist. Sind nicht so richtig versteckt, nur so, als ob hier irgendwo etwas lauert.
Und zwar Jengels, der Mondaffe. Der lauert. Ein Köderkraut. Bitte sei kein Viech, ich bin nämlich gerade nicht in der Stimmung. Vielen Dank. Jo, das Schnauben eines Bärs. Drüben auf der anderen Seite ist er. Ist mein Gewehr wieder unsichtbar? Es war unsichtbar. Du spielst hier mit dem falschen Zünd. Oh oh, das ist eine ganze Horde. Nick, du scheiß Bastard, renn mir doch nicht in den Schuss. Das Apotheker extra lohnt sich, wenn man viel mit Psycho Jet spielt, muss ich zugeben. Das ist gar nicht schlecht. Oh, wo ist jetzt der dritte hin abgetrieben? Hier sind zwei. Wo ist der dritte? Da. Wir sind durstig wegen der Droge. Das ist meine Logik, ja? Probleme. Anstatt dass ich das wie andere Spielemacher zur Top-Priorität machen, da schnell einen Patch rauszubringen, machen die so einen Scheiß. Bärenfallen. Kann ich anscheinend nicht entschärfen. Die Brackets bewegen sich, das dachte ich mir schon. Da ist ein Geschütz. Wieso lädt er eigentlich immer 5 Kugeln nach, wenn ich nur eine einzige Kugel verschossen habe? Wieso haben die das nicht gemacht wie in Fallout New Vegas? Da war es noch besser, vor allem realistischer. Schießt du eine Kugel raus, lädst du nach, lädst du eine Kugel nach. Schießt 5 Kugeln raus, lädst du 5 Kugeln nach. Das ist logisch, da scheint es reinzugehen. Kitter-Edge-Pass. Na, gucken wir mal. Es ist logisch gemacht gewesen in Fallout New Vegas und es hat Zeit gespart. Aber anscheinend sind die Damen und Herren bei Bethesda nicht dazu in der Lage, solche Sachen hinzukriegen. Genauso wenig, wie sie in der Lage sind, einen gescheiten Patch rauszubringen. Ein Ghule. Du bist tot. Du bist eh tot. Na, du lebst. Oh Mann. Nein, ich wollte nicht die Granate, ich wollte den hier. Den Verlässlichen. Weil er so verlässlich ist. Was hatte denn der legendäre Kollege? Einen Glück-Baseballschläger. Interessant. Lucille 2, wer weiß. War da Dünger? Ja, den hätte ich doch ganz gerne, den Dünger. Eine Waffenwerkbank, das ist auch ganz gut. Leicht verdientes Zeug hier. Und ein Scharfschützengewehr.
War kein gescheites, aber zum Verkaufen wird es ausreichen. Ein Katzennapf. Die Feinstelle haben sich eine Katze gehalten. Und sie haben sie mit Hundefutter gefüttert. Was für Unmenschen. Die kleinen Details in den Fallout-Spielen, die gefallen mir echt gut. Und wir haben ein Bett gefunden. Da können wir dann speichern. Erst würde ich ganz gerne hier noch gucken, ob hier noch andere Gegner sind. Anscheinend hör auf nachzuladen, bitte. Gerade als ich sage, ne? Wegen anderen Gegnern. Da kriechen sie hier aus den Ritzen. Überall und an allen Ecken. Hey, hier geht's noch weiter. Und da lebt doch noch irgendwo was. Die kommen aus dem Wasser. Das haben sie cool gemacht. Oh Gott, noch ein legendärer. Jägers Metallrüstung. Gut, das ist nicht so schön wie der Baseballschläger, aber immerhin haben wir den. Brahmenschädel. Irgendwas drin. Ach, das war deren Klo. Aus deren Klo sind die Leichen entschwunden. Die Ghoul-Leichen. Kampfflinte, noch nicht mal der schlechte. Haben die Fallensteller sich hier selbst entsorgt oder was ist das? Hey, die kommen hier aus allen Ritzen, ne? Unter jedem Stein. Ich sag's noch, ne? Unter jedem Stein. Ich sollte es sehr wörtlich nehmen, wenn ich das so sage. Bisschen Psycho und Alkohol. Cool. Als würde man einem Dirigenten mit dem Orchester zu sehen. Finde ich auch. Ich bin gut in Fallout. Damit es hier mal sauber wird, muss man wohl erst jemanden finden, der das Zeug anfasst. Ach, das hat hier einen zweiten Ausgang. Okay. Gut, dann denke ich, haben wir dieses Gebiet hier geklärt, so wie mir das scheint. Dann können wir von hier aus unsere Reise gen Wegpunkt fortsetzen. Auf einer Gasmaske. Ja, also ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal werde ich hier schlafen und speichern. Bis dann.